Musik ab! Ja, das ist James Cameron, der tapfere Pionier. Auch ohne Budget in tiefster See, so kennen wir ihn, James Cameron. Alle Systeme arbeiten. Und, könnt ihr da oben den Song gut hören? James Cameron, erforscht den Ozean. Ja, James, wir können den Song hören. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Das Lebenswerk von James Cameron. Lass das Intro rollen. Die meisten Menschen werden schon mal einen James Cameron Film gesehen haben, auch wenn sie es vielleicht nicht unbedingt wissen. James Cameron ist geboren am 16. August 1954 und interessierte sich bereits in früher Kindheit für Filme. 1969 weckte Stanley Kubrick mit dem Film Odyssey im Weltraum bei James Cameron das große Interesse für Spezialeffekte. Aus dem Filmstudium wurde allerdings nichts, denn sowohl ihm als auch seiner Familie fehlte das Geld und so hat er einige Jahre später erstmal englische Literatur gelernt. 1977 schmiss er seinen alten Job als Trucker hin und beschloss, sich selbst Filmproduktion beizubringen. Schon damals arbeitete James Cameron so intensiv an seinen Interessen, dass daran sogar seine Ehe zerbrach. 1979 arbeitete James Cameron dann auch an seiner ersten eigenen Regiearbeit bei Xenogenesis. Der Film war zwar nicht erfolgreich, aber das wirft einen James Cameron natürlich nicht aus der Bahn. Nein, er begann als Second Unit Regisseur in der B-Movie-Schmiede New World Pictures zu arbeiten. Seine erste Produktion dort war Planet des Schreckens, ein Film, der zwar ebenfalls gefloppt ist, aber durch diesen Film wurde ein italienischer Filmemacher auf ihn aufmerksam, der ein Jobangebot für ihn hatte. Es geht dabei um den Film Piranha 2, der ebenfalls ein ziemliches Desaster war. Der Produzent mischte sich halt immer in seine Vision ein und schmiss ihn sogar vor Vollendung des Films einfach raus. Das ließ James Cameron allerdings nicht auf sich sitzen und so brach er bei Nacht und Nebel ins Schnittwerk ein und vollendete so doch noch seine Version des Films. Oh. Und das Ganze war allerdings vergebens, denn der Produzent hat seine Vollendung einfach wieder rückgängig machen lassen und wie eingangs erwähnt, war der Film am Ende ein Desaster. Doch halt! Ausgerechnet dieser Film sollte James Cameron zu einem der erfolgreichsten Regisseure machen. Was? Wie das? Passt auf! Während der Produktion dieses Films kam ihm nämlich eines Nachts die Idee für den ersten Terminator-Film. Oh, Alter! Ich bin Arnold fucking Schwarzenegger, ich meine der Terminator. Like das Video und abonniert oder die Maschinen übernehmen die Weltherrschaft. Muahahahaha. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Ach ja, James Cameron. 1982 verkaufte er spottbillig seine Idee an die Produzentin Gail Anna Hurd, die ihm im Gegenzug zusprach, dass er die Regie führen darf und dabei auch freie Hand bekommt. Trotz anfänglicher Finanzierungsprobleme startete der Film dann 1985 in den Kinos, schlug ein Jahr die Bombe und startete damit die Erfolgsgeschichte von James Cameron. Ab da arbeitete James Cameron fast ausschließlich an Großproduktionen. Sein nächstes Projekt war das Drehbuch für Rambo 2. Allerdings hat er den Film hinterher gehasst, denn sie haben einfach alles, womit er irgendwie das amerikanische Militär kritisiert hat, einfach rausgeschmissen. Du dumme Sau, kannst auch stehen bleiben. Niemand hat dich eingeladen, dich schlafen zu legen. Oh, ja. Dafür lieferte James Cameron in seinem nächsten Projekt den wohl besten Action-Sci-Fi-Horror-Streifen aller Zeiten ab, denn er hat Drehbuch und Regie geführt für den Streifen Aliens – Die Rückkehr. Danach kam der Film Abyss, der floppte allerdings nicht unbedingt, weil der Film schlecht war, denn die meisten Kritiker fanden ihn sogar sehr gut und auch die Zuschauer, die ihn gesehen haben, aber leider wurde der Film kaum bis schlecht vermarktet, weswegen niemand diesem Film was zugetraut hat. Diesen Fehler hat Cameron aber dann kein zweites Mal gemacht. Entsprechend gab es für Terminator 2 ein sehr aggressives Marketing und der Film holte das Doppelte von dem, was er gekostet hat, wieder rein. Als nächstes im Jahr
1997 brachte Cameron sein Magnus Opus raus. Ein Film, von dem jeder schon mal gehört hat. Mit 200 Millionen Dollar produzierte er den Film Titanic. Spätestens jetzt galt James Cameron als Legende. Mit den Jahren wurde James Cameron allerdings dafür bekannt, Cast und Crew mit seinem Perfektionismus zu foltern und in den Wahnsinn zu treiben. Nach dem Riesenerfolg von Titanic kam dann erstmal nichts. Wie nichts? Ja, die nächsten 12 Jahre kam nichts. Naja, nicht ganz nichts. Es gab 2 Dokumentationen von ihm. Einmal über die Titanic und einmal über die Bismarck. Und dazu arbeitete er nebenbei daran, die 3D-Technik aufs neue Level zu bringen. Aber er hat keinen eigenen Film produziert innerhalb der nächsten 12 Jahre. Außerdem setzte sich James Cameron in dieser Zeit, ähnlich wie schon Leonardo DiCaprio, für das Thema Umwelt und vor allem für Tierschutz ein. Nach so vielen Jahren brachte er mit einem Budget von, haltet euch fest, 500 Millionen Dollar den Film Avatar Aufbruch nach Pandora in die Kinos, welcher 2,78 Milliarden Dollar wieder ausgespuckt hat. Holy fuck, so viel Geld kann ich mir gar nicht vorstellen. Nach Avatar Aufbruch nach Pandora ist er eher als Drehbuchautor und als Produzent aufgetreten. Außerdem setzte sich James Cameron in dieser Zeit für das Thema Umwelt und vor allem für Tierschutz ein. Erst 2022 kam der nächste Film raus, für den James Cameron wieder zurück auf den Regiestuhl gekommen ist. Wir nehmen sofort Kurs auf das Set von Avatar 2. The Way of Water. Nun 39 Jahre nach Terminator, zahlreichen Produktionen und außergewöhnlich viel gescheiterten Ehen ist James Cameron wohl endgültig auf dem Regiestuhl zurück und möchte insgesamt 5 Avatar-Filme erschaffen. Das war das Lebenswerk von James Cameron. Wenn euch noch etwas gefehlt hat, was ich hätte erwähnen sollen, schreibt es mir unten in die Kommentare und ich gebe weiter an die Endcard. Hey Leute, willkommen auf der Endcard. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nächste Woche geht es dann wieder weiter mit einem Videospielthema. Und zwar habe ich bis jetzt geplant, nachdem ich das Video zur PSP und zur PS Vita gemacht habe, einmal ein Video zur PS2 zu machen, da dies die Konsole ist, die mich am meisten geprägt hat. Ich wünsche euch noch eine geile Woche. Haut raus und bis zum nächsten Mal. Bye! James Cameron tut das, was James Cameron tut. Denn am Ende ist James Cameron doch James Cameron. Ja, das ist James Cameron, der tapfere Pionier. Auch ohne Budget in tiefster See, so kennen wir ihn, James Cameron.